Vielleicht gehört ihr ja zu den Menschen, die gerne reisen. Und vielleicht habt ihr eine Liste mit Orten, die ihr schon immer mal sehen wolltet. Womöglich habt ihr auch schon mal gehört, dass es einige besonders beliebte Urlaubsorte bald nicht mehr geben könnte. Orte wie die Malediven, Bangkok oder auch Venedig sind in den nächsten Jahrzehnten massiv vom menschengemachten Klimawandel bedroht. Der Meeresspiegel wird steigen, sie drohen überschwemmt zu werden. Aber wie schlimm steht es um solche Orte wirklich? Und was ist eigentlich mit uns hier in Deutschland, wenn der Meeresspiegel steigt? Zeit für einen Klimacheck. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einer Badewanne und könnt nicht raus. Und das Wasser darin steigt immer höher und höher und höher, bis ihr schließlich untergeht. Eine ganz schön gruselige Vorstellung, zugegeben. Aber genau so ein Untergang droht vielen Orten in der Realität. Denn laut Prognosen des Weltklimarates IPCC könnte der Meeresspiegel um bis zu 110 cm bis zum Ende des Jahrhunderts ansteigen. Allerdings passiert das nicht überall gleich schnell. Besonders der Süden und Osten Asiens ist betroffen. Shanghai, Tokio oder auf den Malediven. In ein paar Jahrzehnten könnten diese beliebten Reiseziele ganz anders aussehen. Verheerend ist aber ein steigender Meeresspiegel für Entwicklungs- und Schwellenländer in diesen Regionen. Länder wie Bangladesch, Indien oder Indonesien. Diese Staaten sind doppelt betroffen. Einerseits haben diese Länder oft nicht genug finanzielle Mittel, um sich mit Deichen oder Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmungen zu schützen. Andererseits trifft es die ohnehin schon arme Bevölkerung besonders hart. Überschwemmungen können ihr gesamtes Hab und Gut, ihre Lebensgrundlage, auslöschen. Diese Regionen brauchen oft Jahre, um sich vom wirtschaftlichen Schaden zu erholen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Um zu verdeutlichen, wie stark die Länder in dieser Region vom steigenden Meeresspiegel betroffen sind, gebe ich euch mal ein konkretes Beispiel, nämlich die Philippinen. Die Hauptstadt Manila ist der Ort, an dem der Meeresspiegel weltweit am schnellsten ansteigt. Mehr als 10 Millionen Menschen sind dort regelmäßig von Überflutungen bedroht. Überschwemmungen, Erdrutsche, noch extremer als bisher schon. Da hilft es dann auch nichts mehr, wenn Bewohner sich mit ihren Kindern und Tieren versuchen, auf die Hausdächer zu retten oder irgendwie durch die Wassermassen zu kommen. Slumbewohner sind den Fluten mit ihren Hütten meist eh schutzlos ausgeliefert. Der gesamte Staat der Philippinen besteht zudem aus mehreren tausend Inseln. Mehr als 13 Millionen Filipinos sind deshalb akut von Überschwemmungen betroffen und müssten umgesiedelt werden. Eine unlösbare Aufgabe für ein Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung in Armut lebt und auf die Küsten angewiesen ist. Denn viele Filipinos leben von der Fischerei. Nach einer Sturmflut ziehen sie deshalb oft wieder an die Küsten zurück. Gezwungenermaßen sozusagen. Schon jetzt haben die Philippinen ein großes Problem damit, dass sie viele Arbeitskräfte durch Migration verlieren. Dieser Effekt könnte sich zukünftig noch deutlich verstärken. Besonders schwer wird es auch kleine Inselstaaten treffen. Die Malediven beispielsweise drohen komplett unterzugehen. Aber längst nicht nur Menschen in Asien werden betroffen sein. Auch in Bundesstaaten wie Florida und New York in den USA werden große Küstenstriche untergehen. Genauso wie in der Karibik. Die Stadt Miami zum Beispiel investiert jetzt schon Millionen in Pumpsysteme, die das Wasser wieder aus der Stadt pumpen, damit sie nicht untergeht. Und es wird noch schlimmer. Der steigende Meeresspiegel wird in Zukunft immer mehr Menschen bedrohen. Bis 2100 könnten schätzungsweise mehr als 180 Millionen Menschen betroffen sein. Das wäre mehr als die doppelte Bevölkerung von Deutschland. Der Meeresspiegel steigt also. Und schuld daran ist vor allem der Klimawandel. Wenn ihr zudem noch mehr wissen wollt, dann klickt doch gerne mal oben auf das i. Da haben wir euch noch ein Video dazu verlinkt. Die steigenden Temperaturen jedenfalls sorgen auch für wärmere Ozeane. Weil sich das erwärmte Wasser ausdehnt, tritt es nach und nach über die Ufer. Ein weiterer entscheidender Faktor ist das Abtauen der Gletscher in Grönland und in der Antarktis. Am Anfang habe ich bereits eine Zahl genannt, wie stark der Meeresspiegel bis 2100 ansteigen könnte. Nämlich laut Berechnungen des IPCC um bis zu 110 cm. Dass das so vage bleibt, hat einen Grund. Wie hoch genau der Meeresspiegel steigt, das kann euch nicht mal der IPCC sagen. Denn wie schnell die Gletscher am Nord- und Südpol abtauen werden, lässt sich nur sehr schwer voraussagen. Einige Forscher gehen davon aus, dass der Meeresspiegel zwischen 6 und 7 Meter ansteigen wird, sollte das gesamte Grönlandeis schmelzen. Das kann mehrere tausend Jahre dauern. Aber bereits bei einem Temperatureinstieg von 1,6 Grad kann das Eis für immer verloren gehen. Nur
Irgendwann wird ein Kipppunkt erreicht, der das Ganze stark beschleunigen könnte. Dadurch, dass weniger Eis da ist, wird weniger Sonneneinstrahlung von der Erde wegreflektiert. Und dann erwärmt sich die Erde noch schneller als bislang gedacht. Schmilzt das Eis in der Westantarktis, kämen noch einmal 3 Meter hinzu. Und sollten beide Pole komplett eisfrei sein, kann der Meeresspiegel um unglaubliche 65 Meter ansteigen. Sturmfluten und Regen treten zudem häufig zusammen auf. Niederschläge könnten sich vielerorts noch verstärken. Eine wärmere Atmosphäre kann nämlich eine größere Menge Wasser aufnehmen. Das alles sind viele Zahlen mit unvorstellbaren Dimensionen. Zwar etwas abstrakt, Fakt ist aber, viele Küstenlandschaften weltweit werden sich erheblich verändern, was uns Menschen eben natürlich betreffen wird. Jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass ein steigender Meeresspiegel nicht nur für die Menschen in Asien oder Amerika Folgen hat. Denn auch in Europa gibt es viele Orte, die von Überschwemmungen bedroht sind. Einer der bekanntesten ist wahrscheinlich Venedig. Und das ist geografisch gesehen gar nicht so weit weg von uns. Einige von euch erinnern sich vielleicht an die Bilder, die Ende 2019 in den Nachrichten waren. Venedig war völlig überschwemmt. Menschen paddelten in Kajaks über den Markusplatz oder standen knietief im Wasser. Und jedes Jahr sinkt die Stadt noch weiter, um durchschnittlich 1 bis 4 Millimeter. Bei einem Hochwasser von 1,87 Meter kann man nichts mehr machen. Man kann nur noch hoffen, dass diese Fluten wieder verschwinden. Auch in Deutschland werden wir die Folgen eines steigenden Meeresspiegels spüren. Und zwar besonders deutlich an der Nordseeküste in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Vor allem Sturmfluten können diese Gebiete in Zukunft besonders schlimm treffen. Schon heute leben mehr als 3 Millionen Menschen in Deutschland in Gebieten, die von Überflutungen bedroht sind. Bei einem zu hohen Anstieg des Meeresspiegels können Städte wie Bremen oder Hamburg unter Wasser stehen. Die ostfriesischen Inseln und Sylt würden regelrecht absaufen. Und es wird nicht nur bei Überschwemmungen bleiben. Denn die Böden stehen nicht einfach nur unter Wasser. Die häufigen Fluten tragen die Böden nach und nach ab. Sie lösen sich immer mehr auf. Je mehr Salzwasser die Fluten anspülen, desto schlechter wird die Qualität der Böden. Unser Trinkwasser kann versalzen. Das norddeutsche Wattenmeer beheimatet zudem viele Tier- und Pflanzenarten, die nun bedroht sein könnten. Dadurch, dass die Fluten immer mehr Sand abtragen, finden zum Beispiel viele Seehunde keine Ruheplätze mehr. Und nicht nur für die Natur wäre das alles fatal. Denn in zahlreichen Regionen in Norddeutschland leben viele Menschen vom Tourismus, der Landwirtschaft oder der Fischerei. Selbst wenn es nicht ganz so schlimm kommen würde wie befürchtet. Zum Beispiel, weil wir es schaffen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber selbst dann werden wir auch hierzulande die Auswirkungen eines steigenden Meeresspiegels deutlich spüren. Die Zahl der Klimamigranten wird sich nämlich in den nächsten Jahrzehnten nicht nur wegen Dürren, sondern auch eben wegen Überschwemmungen erheblich verstärken. Bei einer Erderwärmung von 4 Grad zum Beispiel rechnen die Vereinten Nationen mit 200 Millionen Klimamigranten im Jahr 2100. Das stellt natürlich auch Deutschland vor riesige und nicht nur politisch schwierige Aufgaben. Ihr seht also, die Überschwemmungen drohen uns auch hier in Deutschland stark zu treffen. Und das, obwohl das Klima in Deutschland lange als relativ stabil galt. Jetzt haben wir schon ausführlich besprochen, was bei einem Anstieg des Meeresspiegels zu erwarten ist. Aber was können wir gegen einen ansteigenden Meeresspiegel tun? Denn ihr ahnt schon, ein effektiver Schutz gegen Überschwemmungen wird in den nächsten Jahrzehnten umso notwendiger sein. Obwohl viele Küstenregionen zunehmend von Unwettern und Überflutungen bedroht sind, ziehen nämlich immer mehr Menschen an die Küste, vor allem in die Städte am Wasser. Noch niemand kann genau vorhersagen, wie schnell der Meeresspiegel in den nächsten Jahrzehnten steigen wird. Das hängt auch davon ab, wie wir uns in den nächsten Jahren verhalten. Und das stellt die Menschen in betroffenen Gebieten vor große Probleme. Sie können nicht abschätzen, wie effektiv geplante Maßnahmen gegen Hochwasser sein werden. Eins ist jedoch sicher: Die Schutzmaßnahmen sind teuer. So soll zum Beispiel ein aufwendiges System aus Stahlwänden die steigenden Wassermassen vor Venedig zurückhalten. Politiker der Lagunenstadt fordern schon lange die Fertigstellung eines bereits im Bau befindlichen Flutschutzsystems, genannt MOSES. Dieses besteht aus beweglichen Barrieren unter dem Meeresspiegel. Es gilt als das größte Bauprojekt Italiens seit dem Zweiten Weltkrieg und kostet dementsprechend auch. Und zwar mindestens 6 Milliarden Euro. Ein echtes Megaprojekt für ein Bollwerk, das die Stadt vor den Wassermassen schützen soll. Passenderweise mit dem Namen Mose, in Anspielung auf die biblische Geschichte. Im New Yorker Stadtteil Staten Island soll eine Mauer die BewohnerInnen vor Sturmfluten und Hurricanes schützen. Kostenpunkt 615 Millionen US-Dollar.
Auch in Deutschland werden höhere Deiche errichtet, Sperrwerke gebaut und Überschwemmungsgebiete eingerichtet. Bereits jetzt kostet der Hochwasserschutz die Stadt Hamburg jedes Jahr 20 bis 30 Millionen Euro. Selbst wenn ihr gar nicht an der Küste lebt, seid ihr zukünftig vielleicht dauerhaft davon betroffen. Denn die Maßnahmen gegen Überschwemmungen werden auch durch Steuergelder finanziert. Wie zuverlässig die jedoch wirklich schützen, das ist noch gar nicht so sicher. Womöglich müssen wir sie ständig an neue Wasserstände und Unwetter anpassen, was dann noch mehr Geld kosten wird. Ein Meeresspiegelanstieg von bereits 50 cm kann die globale Gemeinschaft im Jahr 2070 9% des gesamten globalen Bruttoinlandsprodukts kosten. Umgerechnet auf das Jahr 2019 wären das knapp 7,2 Billionen Euro. Das ist fast doppelt so viel wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Oder man kann natürlich noch eine Menge sinnvollerer Sachen damit tun. Es ist also ganz klar, wer vorher wenig in Klimaschutz investiert, der muss später dann viel für Klimaanpassung investieren. Viele ForscherInnen sind sich jedenfalls einig, dass wir definitiv weniger Treibhausgase in die Luft blasen sollten. Denn nur so können wir uns wirklich vor einem steigenden Meeresspiegel schützen. Je wärmer es nämlich auf der Erde wird, desto mehr werden sich die Ozeane ausdehnen. Und die Polkappen würden noch schneller abschmelzen. Der IPCC schätzt, dass mit jedem zusätzlichen Grad der Erderwärmung der Meeresspiegel um 2,5 Meter ansteigt. Wenn ihr zum Pariser Klimaabkommen und unseren Klimazielen noch mehr wissen wollt, dazu haben wir euch auf dem i noch ein Video verlinkt. Dass wir das mit der 2-Grad-Begrenzung schaffen, ist aber eher unwahrscheinlich. Steigt der Meeresspiegel zu schnell an, werden wir uns kurzfristig nicht mehr an die neuen Umweltbedingungen anpassen können. Dann würden betroffene Regionen unweigerlich untergehen. Noch einmal zusammengefasst. Von einem steigenden Meeresspiegel werden vor allem viele Entwicklungsländer betroffen sein. In Ländern wie den Philippinen bedrohen die Fluten die Existenz vieler Menschen. Aber auch hier in Deutschland werden viele Menschen zukünftig stärker von einem steigenden Meeresspiegel bedroht sein. Selbst wenn wir die direkten Folgen in Deutschland außer Acht lassen, wird die Situation in anderen Ländern uns beeinflussen. Etwa durch eine sehr hohe Zahl von Klimamigranten. Maßnahmen, um die Folgen von Überflutungen einzudämmen, sind äußerst kostspielig. Das Ausmaß und auch der Erfolg der Maßnahmen hängen zudem stark davon ab, wie sehr sich die Erde erwärmen wird. Es ist deshalb umso wichtiger, unsere Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich zu reduzieren. Quasi um den Wasserhahn in der Badewanne so weit wie möglich zuzudrehen, wenn wir mal auf das Bild vom Anfang zurückkommen. Was sagt ihr zum steigenden Meeresspiegel? Bereitet euch das Sorgen oder denkt ihr, bei uns wird's schon nicht so schlimm? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare und vielleicht auch, welche Orte auf der Welt, die bedroht sind, ihr unbedingt noch sehen wollt. Wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert uns auch gleich und drückt die Glocke. Die Zeit bis nächste Woche könnt ihr euch außerdem noch mit diesen beiden Videos von uns vertreiben. Danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Woche.